Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Creativerse. Und weil wir da hinten gerade Besuch bekommen, gehe ich jetzt hier und vergrabe mich. Nein. Also, ich wollte eigentlich das Leben hier wieder hochmachen, weil der ist bestimmt nicht nett zu uns. Ist nur so eine Vermutung. Lol, der kann sich ja voll drehen. Ich habe einen Typen besiegt. Tja. Leg dich nicht mit Chihiro an, mein Freund, ne? So, was brauchen wir hier? Woodstep, Kohle, Yellow Flower. Und noch ein bisschen Magnetite. Das heißt, wir müssen jetzt schweren Herzens unsere Obsidian Mining Cell nehmen. Aber wir können mal das bessere Schwert. Ich finde ja cool, dass man damit fünfmal so schnell abbaut hier. Oh, noch ganz viel Obsidian. Wir haben jetzt echt viel Obsidian eigentlich, ne? Ich finde dieses Tar voll spannend, ne? Ehrlich gesagt. Wo ist es? Das ist jetzt nicht einfach in die Luft geflogen und weg, oder? Das Magnet halt. Ich habe ein bisschen Angst. Wo ist das Viech hin? Das kann doch nicht weg sein. Es ist gerade in die Lüfte geschwebt oder geschwoben. Wie sagt man das? Das ist auch egal. Plötzlich war es weg. Hier gern die Magnetiles, dann kann ich mir nämlich gleich das Obsidian-Ding machen. Dankeschön. Dann laufe ich nämlich lieber mit der Obsidian Mining Cell rum, als mit der Eisen. Das könnte nämlich schöner sein. Ja, gut zu wissen. So, wir nehmen das jetzt erstmal mit. Das lasse ich jetzt mal eiskalt hier stehen. So, irgendwo ging es hier doch runter. Und wo sind wir denn gekommen? Da. Möchte gerne meinen Gang zurück, danke schön. Ne, hier geht schon mal nicht lang. Hier geht's irgendwie lang, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, wir gönnen uns noch mal ein bisschen Leben. Rennen jetzt vielleicht nicht direkt da rein. Was haben wir denn hier? Kohle. Ich finde das hier ein bisschen gefährlich. Ich möchte das ehrlich gesagt zubauen. So, wenn man mal so im Wahn ist und hier einfach runterspringt, könnte das nicht so geil sein. Nur so eine Vermutung. Mold. Davon nehmen wir auch mal ein bisschen mit. Damit können wir nämlich, glaube ich, diese Glob of Goo machen. Matt. Matt ist auch gut. So, hier müssen wir halt auch ein bisschen aufpassen. Lava-Ebene. Aber ich finde gut, dass hier eigentlich fast keine Leute sind, ne? Vielleicht, weil es denen zu heiß ist. Ist nur so eine Idee, aber
So, mit dem Sulfur brauchen wir schon die Mining Cell, also die Obsidian Mining Cell. Aber ich möchte das Sulfur gerne mitnehmen, weil man damit echt gut braten kann. Wenn wir schon mal hier sind und uns die Hitze gönnen, ne? Nehmen wir das mal mit, das schöne Sulfur. Critically damaged. Und die ist nur damaged. Das finde ich schade, dass das so schnell kaputt geht. Oh, aber gleich haben wir ja auch unser Schwefel hier abgebaut. Ich mache hier nochmal ein Licht hin. Eigentlich könnte man hier nochmal richtig schön nach unten graben, ne? Sag euch, wir finden das hier nie wieder. Ey. Das ist alles so verzweigt. So, wir gehen mal an dem vorbei. Da, da sind sie. Unsere Diamanten. Nice. Hier ist noch mehr Diamant. Ist da drüber eigentlich auch noch mal ein Diamant? Wenn man das mal sehen könnte hier, ne? Aber nein. Ups. Ich mach den erstmal weg. Ach ja, der Süße, der jetzt sterben muss. Dankeschön. So, und ich hätte gesagt, wir verschwinden jetzt langsam mal hier. Passen jetzt hier ganz doll auf, damit hier nichts passiert. Dann nehmen wir das hier noch natürlich mit. Und dann gehen wir mal hoch. So, unsere Überhitzung, die geht jetzt auch langsam zurück. Wir essen hier noch ein paar Pilze. Das kann nur gut sein. Da bist du auch mal oben angekommen, Mensch. Da steh mal, ne? Ich komme nicht auf den klar. Nehmen wir doch mal das ganze Eisenzeug mit, ne? Temperate Iron Bar. Ich stell mal ein paar her, ne? Schadet ja nicht. Können wir noch ganz viel Obsidian herstellen. Oh, die Diamanten. Die Diamanten machen wir. Das ist geil. Können wir Fossilien draus machen? Dann machen wir hier mal Dope Bricks draus. Jetzt ist da schon voll. Echt geil hier. Also muss ich sagen, es gefällt mir echt gut. Dieses Tar, ey, es ist voll geil. Diese Dreckserde. Also wir stellen das mal her, weil für irgendwas können wir das bestimmt gebrauchen. Die Glob of Goose machen wir auch. Ja, das haben wir, glaube ich, schon, ne? Limestone. Muss ich mal gucken. Wir wollen ja die Concretes hier haben. Concrete. Was brauchen wir denn dafür? Die Blob of Goo und Blue Pigment. Ja, das sieht gut aus. Wir müssen halt nur noch diese Pigmente. Wobei, wir haben hier, glaube ich, hier noch welche drin, oder? Ja, Glob of Goo und Pigmente. So. Concrete.
nämlich erstmal die blauen hier gerne fertig machen. Dann machen wir die nochmal fertig. Wenn wir nämlich schon mal dabei sind, warum nicht? Halt. Das wollte ich jetzt nicht. Wo sind denn die blauen? Bin ich blind? Habe ich überhaupt blaue hergestellt? Ich zweifle gerade an mir selbst, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Konkret. Erstmal Caps Lock an. Nein, ich will die blauen. Jetzt fehlt uns auch dieser Glob of Goo. Da. Wir nämlich anfangen, den Boden mal fertig zu machen. Ich hoffe, das reicht, ne? Nein, das reicht nicht. Oh nein. Aber wir haben ja im Schneemann. Dieser Schneemann, ne? Oder ich habe nämlich einen weiteren Glob of Goo. Damit können wir noch ein paar machen. So. Da. Dann haben wir den Bereich schon mal fertig. Also wir müssen uns hier für die Decke echt noch mal was einfallen lassen. Elderwood. Alles klar. Ach stimmt, wir wollten ja Elderwood da verlegen, ne? So eine Holzdecke, ich weiß noch nicht. Wir müssen noch mal gucken. Das soll auf jeden Fall ein Wohnzimmerbereich werden. Schlafzimmer haben wir ja schon. Dann kommt da noch das Bad. Überlege ich gerade. Ja, einen müssen wir noch bauen. Tipp ich mal. Wir gucken mal. Ach so, halt, dafür müssen wir jetzt ja nicht unsere unsere aufwendige Mining Cell benutzen. Huch. Wir nehmen lieber die Obsidian. Machen das damit. So, schauen wir mal. Ich wollte hier nämlich so einen fetten Fernseher hinbauen. So, jetzt brauche ich Limestone Wall. Die haben wir ja hier auch verbaut, ne? Genau. So. Dann mache ich jetzt einfach ein Licht. Nicht, dass da irgendwas spawnt und uns dann irgendwelche Geräusche nerven. Das muss jetzt ja auch nicht sein. So, hier verlegen wir doch mal Stein. Dann jetzt hier ins Bad. Wir können durch die Welt gucken. Das ist auch ziemlich geil. Ja, nee, den Pilz wollte ich jetzt nicht schlabbern. Ich wollte auf jeden Fall so einen schönen kleinen Raum aushöhlen. Weil ich am Überlegen bin, ob wir das Bad einfach vorne hin machen und hier das Schlafzimmer. Dass wir uns schön Platz fürs Schlafzimmer hier machen. Und das Bad dann weiter vorne ist. Könnte halt irgendwie cooler sein, denke ich mal. Doch ich glaube, das passt dann besser. Aber fürs Bad können wir ruhig den roten Boden lassen. Dieser Schneemann, nicht? Ich muss den mal hier wegmachen. Wir können gerne einen Schneemann haben, aber nicht da. Okay, das sieht gruselig aus. Wir packen den woanders hin.
Geht er dann schräg? Nein, tut er nicht. Alter, wo packe ich diesen Schneemann jetzt hin? Ich packe ihn erstmal vor die Tür. So. Es ist komplett normal, dass man hier einen Schneemann vor der Tür stehen hat. So, ich habe nämlich überlegt. Ich nehme jetzt mal alles mit hier. Wir können ja einen Ofen hier hinbauen. So. Nehmen wir die Goose hier nochmal mit. Und das hier nochmal mit. Und die benutzen wir auch beide. Ich will eigentlich nichts drehen, aber okay. Dann gehört das mit zur Küche. Wobei zwei Öfen hierhin wäre eigentlich cooler. Da irgendwas mit Wasser wäre cool. Aber ich weiß nicht, ob wir so einen schicken Wasserbehälter irgendwie bauen können. Halt die Frage, ne? Wir können ja... so tun, als ob das hier so ein Wasserding ist. Ah, jetzt brauchen wir noch irgendwas, was man so als Wasserhahn missbrauchen kann. So, wir sollten nochmal bei allem gucken. Was ist das? Galactic Graph Chamber. Was das auch immer das macht. Ach, das ist eine Truhe, oder? Ja, warum nicht? Medieval Switch. Der sieht auch geil aus. Aber dafür brauchen wir einen Magnet-Teil. Das ist jetzt blöd. Eine harte Lavawand. Ja, klar. Habe ich auch immer. Ja, was nimmt man jetzt? Die Frage. Eiswein. Auch geil. Das denn? Hidden Temple. Goblet? Ach, irgendwie sowas. Okay. Dann werde ich doch nochmal ein Magnetite besorgen, weil ich möchte diesen anderen Switch da haben. Wir finden hier bestimmt schnell einen. Nee, das war jetzt nicht geplant. So, einmal Licht machen. Ich finde schön, dass man nicht gleich verbrennt, sondern dass einem erst warm wird. Finde ich sehr geil. Nehmen wir schon mal Kohle. Also, falls wir Kohle brauchen, wir haben hier genug. Irgendwo finden wir doch hier bestimmt einen Magnet halt. Ich würde das gern noch fertig bauen, was ich geplant habe. Und dafür brauche ich jetzt diesen verkackten Magnet halt. Spiel, komm schon. Müssen wir doch wohl einen Magnetite gönnen, oder? Ich will den Part jetzt nicht ohne beenden. Das wäre richtig kacke.
so schwierig ist, hier irgendwas zu finden. Klasse, toll. Ja, machen wir halt meine Limestone Wall dahin, ist auch kein Problem. So, oh, jetzt haben wir hier einen Stein drauf gestellt. Ich wollte hier eigentlich Licht drauf machen. Ein Magnetite-Spiel, ein. Komm, das kann doch nicht so schwer sein hier. Da ist er. Da ist er. Da ist noch einer. War mit. Dankeschön, 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 Spiel, danke. Wir sind gleich mehrere. Das war jetzt ein Scherz, oder? Okay, so, jetzt gehen wir aber mal. Ich mach das jetzt noch. Ist mir jetzt kackegal, dass wir jetzt hier so lange noch brauchen. Ich brauche jetzt nur die Stone Rods. Ich habe hier auch noch irgendwo welche drin, glaube ich. Ja, da. Perfekt. So. Switch. LED Rail. Oh mein Gott. Oh mein Gott, LED Ohr. Wo ist er? Wo ist er da? Da ist er. Jetzt haben wir unseren Wasserhahn. Wir haben unseren Wasserhahn. Geil, oder? Ich finde das so cool. Ich finde, das sieht doch einfach aus wie ein Wasserhahn. Hammer. So, dann war es das erstmal für diese Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.